Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft Classic. Wir haben im letzten Part das Wildmane Totem uns organisiert, mit dem wir den nächsten Brunnen befreien können. Immer auf der Map mal gucken, wo das ist. Irgendwo da hinten, wa? Journal, Log, Wildmane. Reise nach Thunderbluff. Können wir nicht. Säuberung des Wildmane. Gedönses. Ausbildung des Tieres. Sprecht mit irgendwem. Okay. Map. Irgendwo hier hinten. Muss noch mal so ein Brunnen sein. Irgendwo da. Da müssen wir noch hin. Da waren wir noch nicht. Aber da müssen wir eh lang wegen den Federn. Also hinter Thunderbluff weiter für die Federn. Uns fehlt noch ganz wenig Erfahrungspunkte, um ein Level abzubekommen. Und dann können wir Tierheilen lernen. Deswegen, Moment, ich kaufe eben schnell noch ein paar Munitionskügelchen. Was führt euch hierher? Munition. Primär Munition. Packen wir hier unten hin. Soll erstmal reichen. Ziel. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Dann möchte ich bitte Leder. Ich habe euch erwartet. Verarbeitung machen. Haben wir schon? Okay. Geht mit der Erdenmutter. Wie geht denn das? Muss ich das einfach irgendwo machen? Lederverarbeitung. Ah, cool. Leichtes Rüstungsset. Können wir mal 5 von herstellen. Das läuft, Leute. Das läuft. Damit können wir diese Flicken machen, die wir uns auf unsere Sachen drauf klötern können. Mega gut. So, mal gucken. Wenn ich jetzt in meinen Charakterbildschirm gucke, da geht doch noch ein bisschen was, oder nicht? Gleich mal verbessern. Ja, siehst du, oh, verstärkt sogar um 8. Ja, dann gleich mal ein Bei, ne? Dann gleich mal ein Bei. Nein, du sollst hier das verstärken, bitte. Das schadet schon nicht. Geht das auch noch? Nee, das ging, glaube ich, auch nicht. Moment, aber die Dinger gehen. Aber die sind, glaube ich, schon verstärkt. Ja. Gürtel ging nicht. Das ging auch nicht, ne? Nee, alles klar. Okay, cool. So. Mit dem verdorbenen Leder können wir nichts machen. Dann können wir das auch verkaufen. Das ist nämlich nur Schrott. Aus dem Leinen können wir eben noch Erste-Hilfe-Kiste reinmachen. Buff. Machen wir nochmal 3 Verbände draus. Es ist auch nicht verkehrt. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Okidoki. So. Dann kloppen wir jetzt eben schnell 2-3 Mobs um. Um die Erfahrungspunkte zu füllen. Hier gibt es bestimmt noch irgendwie. Es sind zwar jetzt weit unter unserem Level, aber das ist ja nicht viel hier. Da sind ein paar hundert Dinger. Da kloppen wir eben schnell zurecht. Dann können wir nämlich Tier wiederbeleben lernen. Und dann machen wir uns auf nach Thunderbluff, reden einmal mit dem Oberjägermeister, geben den einen Quest ab und lernen Stabkampf. Das ist mir wichtig. Wie viel Geld haben wir? 22. Das könnte auch noch für einen Stab reichen. Das könnte klappen. So, komm, Level 7 ist egal. Aber ich will, dass mein Tier wiederbelebt werden kann. Das nervt mich nämlich, wenn ich sie verliere, das macht mich traurig. 43 Erfahrungspunkte, jawoll. Im Looten. Kühlschrank können wir das nicht, aber hier geht's weiter. Oh, Level 5. Das ist schon ein bisschen arg wenig. Dann doch lieber in diese Richtung. ups. Bitte angreifen. Wir sind ganz nah. Ganz da. Beinfleisch, lecker.
Level 5, Level 6. Der gibt uns noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Komm, mach den eben schnell fertig. Wenn die, glaube ich, grau werden, gibt es keine Erfahrungspunkte mehr. Dann bringt das nichts mehr, die nur anzugreifen. Badam! Perfekt. So, Level up. Können wir direkt mal den Talentbaum gucken? Ja, keine Zeit ist für dich. Bei aktivierten Aspekten des Distanzangriffe Tempo für... Chance von 1%. Treffsicherheit. Erschütterter Schuss. Effizienz. Verringert die Mana-Kosten eurer Schüsse und Stiche um 2%. Ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, wir gehen erstmal komplett auf Tierherrschaft. Benötigt 5 Punkte bei Tierherrschaft. Dann geht's hier weiter. Boom. Wir gehen erstmal primär wirklich auf Tierherrschaft. Bevor wir dann ein bisschen uns dran machen, unsere Fähigkeiten mit den, also unsere eigenen Skills ein bisschen zu verbessern. Aber primär wirklich das Tier, das muss aushalten, das muss stabil sein. Das muss löppen, ne? So, dann eben da hoch zum Jägertrainer. Eben schnell Tier wiederbeleben lernen. Das wäre mir doch noch sehr wichtig. Und dann löppt das doch. Und dann können wir das hier eben darüber packen. Brauchen wir nicht, aber es zeigt immer so schön an, wenn wir nah genug dran stehen. Moin! Seid gegrüßt. Ich möchte gerne Tier heilen lernen. Heilt euer Tier pro Sekunde um 20 Punkte Gesundheit, während ihr fokussiert. Ich hoffe, das heilt es auch ganz. Na, das sehen wir dann. Ich habe Tier heilen gelernt. Zurechtstutzen. Verursacht 5 Schaden und reduziert das Bewegungstempo des feindlichen Ziels um 50%. Ja, brauchen wir erstmal noch nicht. Nö. Lebt wohl. So. Tier heilen. Oh. Das wollte ich zwar nicht, aber ist trotzdem cool. So. Okay, dann machen wir uns jetzt auch nach Thunderbluff. Das ist ein kleiner Spaziergang, den wir da starten, aber das kriegen wir wohin. Ist ja nur dem Weg folgen. Was hat das gekostet? Oh, war gar nicht so billig, ey. Holy shit. Na gut, wir geben da ja gleich auch nochmal Quest ab. Ich hoffe, das reicht, weil ich würde mir schon gerne jetzt noch einen Stab kaufen. Mal schauen. Tom der Zweite. Er wird dann vielleicht auch der letzte Tom sein. Wenn wir wiederbeleben können, reicht das erstmal. Ne, Tommy? Jo. Es fliegt direkt auf den Weg. Na dann, hilft's ja nix. Es ließ sich nicht vermeiden. Er wollte es auch so. Verrutsche die ganze Zeit mit WASD und drückt dann irgendwelche Skill-Tasten. Das kann doch mal irgendwann richtig gefährlich werden, wenn man so mitten in so einem von Gegnern infesten Gebiet ist und ich fange aus Versehen an, irgendwen naheliegenden anzugreifen. Nicht so cool. Also ich würde sagen, wir gucken uns dann auch gleich erstmal ein bisschen gründlich in Thunderbluff um. Bis jetzt waren wir da nur mal kurz drinne. Wir haben aber noch keine Zeit gehabt, uns da mal wirklich jetzt umzuschauen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auch mal die Stadt an. Die ist sehr groß und man muss halt mal einen Überblick über das Ding sich verschaffen, um auch zu raffen, was da wo, wie, wo ist, ne? Das wäre jetzt dann erstmal gleich noch der Plan. Ich weiß nicht, ob wir das in 10 Minuten alles schaffen. Das sehen wir dann. Im Zweifel dauert es halt ein bisschen länger, ne? Wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir haben ja Zeit, ne? So ist das ja. So ist das ja. Tom der 2D. Dort herbsten wir gemeinsam. Präriehund. Moin. Bleibt auch erstmal hängen. Okidoki, so.
Thunderbluff, Territorium der Horde. Hier können wir uns sicher fühlen, ne? Also hier, dass hier mal die Eindringlinge hinkommen, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Oh, da fährt der Fahrstuhl weg, dann gehen wir da rüber. Der kommt als nächstes wieder. Man will ja nicht ungeduldig sein, ne? Aber... Auf nach oben. Bam, bam. Wir können jetzt eigentlich auch hier unser neues Zuhause hinpacken. Mit dem Ruhestein, weil wir jetzt eigentlich erstmal hier hin müssen. Behüter von Thunderbluff. Moin. Mann, du hast aber mal einen Bart, Alter. Grüße gehen raus, Digga. Okay. Hier gibt es einen Gildenmeister. Einen Wams-Verkäufer. Gemischtwarenverkäufer. Taschenverkäuferin. Mögen euch die Winde leiten. Schwere braune Tasche. 2 Gold. 2. Ach, Plasbelder kostet 25. Alter. Gewaltiger brauner Sack. 10 Gold. Ja, so sehr gerne. Was bestimmt ist? Nö, ich wollte erstmal Schrott bei dir verkaufen. Und dann hoffen, ne? Alter Falter. Geht in Frieden. Geht in Frieden. Jetzt schauen wir mal weiter. Wer ist das? Handwerkswarenlieferantin. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Milde Gewürze. Kriegen wir Handwerkszeug. Alles klar. Scharfe Gewürze. Geht Farbstoffe. Da ist der Waffenmeister. Hallo Waffenmeister. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte eine Waffenausbildung und zwar Stäbe ausbilden. Kostet 10. 10. Gönnung! Scheiße! Waffenhändlerin, hast du einen Stab für mich? Kurzstab, gut, der ist billig. Zweihändig, was ist denn das? Wanderstecken, der ist schon teurer, der kostet schon 5. Hast du noch mehr? Hirtenstab, der kostet 30. Das wäre jetzt so meine Wahl. Benötigt Stufe 11. Aber wir kommen definitiv nicht an 30 ran. Nicht ansatzweise. Wir müssen ja noch reparieren. Wenn ich jetzt Zeug verkaufe. Ich komme ja nie auf 30. Das ist 1 wert. Das ganze Essen ist 95 wert. Bis wir bei 30 Silber sind für die Waffe. Kannst du knicken, ey. 7 bis irgendwas hat der aktuelle. Der hat 8 bis 13. Dann nehmen wir den Wanderstecken. Der ist immer ein bisschen besser. Den können wir uns auch leisten. Und dann, ja. Bup. Arbeiten wir erstmal mit dem Wanderstecken. Es hat gerade vibriert. Hat mich jemand angerufen? Jetzt immer checken hier. So, nee, sorry, Leute. Okay, dann den Wanderstecken eben ausrüsten. Boing, das sieht doch schon wesentlich cooler aus. Er ist ein bisschen arg groß. Was ist denn das Ding wert? Vielleicht 20 oder so? Nein? Wir heben die auf jeden Fall mal noch auf. Weil wir jetzt erstmal ein bisschen wurstig mit dem Stecken sind. Aber gut, dann haben wir das auch. So, und wie viel Geld haben wir jetzt noch? Ha, 1. Geil. Kohle ist komplett weg. Nice. So. Das ist die Thunderbluff Bank. Hier können wir nämlich Zeug im Bankfach verstauen. Bankier, Thorn, hallo. Grüße. Das ist meine Bank. Ihr seht, so viel Platz ist da auch nicht. Aber wir können in der Bank zum Beispiel diese Lederflicken erstmal verstauen. Dann kann man die verkaufen. Vielleicht irgendwann mal im Auktionshaus. Ja, viel mehr brauche ich jetzt auch noch nicht verstauen. Das war's im Grunde eigentlich. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Möge sie auch dich bescheinen. So, was hat er hier? Er hat irgendwie so ein blaues Fragezeichen. Ah, ich habe euch erwartet. Seid gegrüßt, Jäger. Ich bin ein Belobigungsoffizier im Auftrag von Thunderbluff. Es ist meine Aufgabe, Abenteurern, die Belobigungsabzeichen erhalten haben, behilflich zu sein. Ihr könnt mir verschiedene Mengen von Abzeichen bringen, aber es ist am besten für euch, wenn ihr mir 10 auf einmal bringt. Ich werde eure Taten in unsere Aufzeichnungen aufnehmen, wenn ihr mir die Abzeichen bringt. Ihr könnt euch so die Anerkennung von Thunderbluff für eure Dienste verdienen. Ein Belobigungsabzeichen. Okay. Alle Abenteurer, die Belobigungsabzeichen besitzen, können diese bei mir abgeben, um ihren Ruf in Thunderbluff
ein wenig zu verbessern. Doch überlegt es euch gut. Wenn ihr mir stattdessen 10 Abzeichen auf einmal übergebt, würdet ihr dadurch wesentlich mehr Anerkennung erhalten und euer Ruf in Thunderbluff würde sich stark verbessern. Genug geredet, wollt ihr nun ein Abzeichen eintauschen oder nicht? Belobigungsabzeichen der Horde wird beim Aufheben gebunden. Sucht einen Belobigungsoffizier der Horde auf, um die Abzeichen einzutauschen und somit Anerkennung zu gewinnen. Okay, also wir müssen irgendetwas tun, um Belobigung zu bekommen. Und die können wir hier eintauschen, um unseren Ruf zu verbessern. Okay. Reagenzienverkäuferin. Ah, ich habe das Richtige für euch. Rune der Portale, okay. Seid vorsichtig. Brotverkäuferin, die verkauft dann hier einfach nur Brot, auch mal nicht schlecht. Brot! Auktionator. Rigno Norak. Hier ist auch ein bisschen was los, ne? Ding, ding. Okay, hier können wir Dinge verkaufen oder auch suchen. Waffen. Stäbe. Myrka flüstert. Moin, der Fuchs. Moin, moin. Suchen. Oh, guck mal hier. Ja, Stufe. Unsere Stufe gibt es leider gar nichts. Nur verrückter Kram. Okidoki. Noch ein Auktionator. Wir gucken uns erstmal weiter um hier. Hier ist nichts. Hier wird irgendwie gehauen. Das heißt, wir sind hier in... Das ist ein Geologe. Bergbaulehrer. Bergbaubedarfslieferant. Alles klar. Old Stone Spire. Okay, hier gibt es nichts mehr. Gut. Da sind wir mit dem ersten Ding fertig. Das Ganze erinnert ein bisschen an meine Minecraft-Insel, oder? Da bin ich ja auch so der Fan von schwebenden Inseln. Das ist hier auch in einzelne Inseln aufgeteilt. So, und ich gebe es schon zu, ich habe echt Probleme, mich hier immer drin zurechtzufinden, weil man kann hochspiralisieren. Wo geht's hier hin? Das ist das Gasthaus. Perfekt. Dann können wir uns erstmal hier zu Hause fühlen. Es ist nicht das Gasthaus. Es sieht aus wie ein Gasthaus, aber es ist kein Gasthaus. Es ist einer der Aufgänge, sag ich doch. Mit dem wir auf eine der weiteren Inseln kommen. Und die Inseln sind ein bisschen geseamt. Die einen sind für die Jäger, die anderen für die Krieger, eine für Magier. Das kommt auch noch hinzu, hat sich da gerade einer auf die... Bulmo hat sich hier eben auf dieser riesigen Brücke gemütlich gemacht und chillt hier ein bisschen rum. Muss man auch mal machen. Man muss auch mal einfach entspannt sein. Hier gibt es ein Quest. Bis dass der Tod uns scheidet. Oh, Level 15. Da sind wir noch nicht. Moin. Ihr steht hier vor irgendeinem Loch. Ich gehe da mal gucken, was das ist, wenn es okay ist. Die Teiche der Visionen. Okay. Moin. Cleric Foster. Bis dass der Tod uns scheidet. Dreckiger Abschaum. Lässt mich wegen seinem verdammten Kreuzzug hier sitzen, nur weil das Licht das Wichtigste ist, was wir gegen die Bedrohung durch die Untoten besitzen. Und mir? Und was ist mit seinen Kindern? Was ist mit mir? Nacht für Nacht habe ich hier gesessen und geduldig auf ihn gewartet, habe ihm den zweiten Platz hinter seiner verfluchten Pflicht eingenommen. Tja, hier könnt ihr sehen, was euch Gerechtigkeit einbringt, Füchschen. Er ist tot und ich ertrage genau das, was er aufzuhalten versuchte. Nehmt diesen Plunder und legt ihn auf seine Gruft in dem Grabmal. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Oder mit ihm. Legt Clarys Anhänger auf Yuvis Grab in Silberwald. Ne, das lassen wir erstmal. Ich will nur gucken, was das hier für Leute sind. Kampfmeister des Arati-Beckens. Also hier sind Kampfmeister und so. Gucken uns hier ein bisschen um, aber... Gibt's so dicke Pilze, bisschen Watter... Priesterlehrer, Magielehrer, alles klar. Man muss sich halt erstmal einen Überblick verschaffen. Ne? Ich muss echt gestehen, ich kenne Thunderbluff nicht auswendig, deswegen lasst uns hier entspannt mal gucken, was hier so abgeht. Und ruhig auch mal gründlich sein. Hier gibt es nachher auch nochmal eine Quest. Priesterlehrer. Königlicher Apothekenvereinigung. Portallehrerin. Oh, vorsichtig, will ich in den Kuppel reinfallen. Magielehrer, Priesterlehrer, alles klar. Oh. Ist das schon wieder so weit, Hahn? Das ist ja irre. Die Zeit verfliegt, wenn man durch Thunderbluff wandert. Ja, wir hören dich, doch ist doch alles gut. So, ihr Lieben, du, ihr hört den Hahn kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier gleich mal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat,
Lasst doch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden dann den Rest von Thunder Bluff noch ein bisschen erforschen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss und bis nächste Mal. Euer Blaufuchs.